Jo Leute und herzlich willkommen auf dem Players Hub Channel. Ich bin euer Silphi und es gibt wieder eins von recht vielen, wobei mittlerweile mache ich das nicht mehr so oft, Ranger-Update-Videos, die ich sonst auch mal gerne mache, weil in den Kommentaren bzw. auch on-stream kam halt immer ganz oft die Frage: Silphi, warum nimmst du Hourglass mit? Warum nimmst du Banshee mit? Also nicht immer, sondern eher manchmal. Warum hast du manchmal Fleet Footwork dabei und manchmal nicht? Andere nehmen Fleet Footwork mit. Yada, yada, yada. Und auf den ganzen Scheiß möchte ich eben einmal eingehen. Ich habe es auch wieder auf Master geschafft. Ich habe die letzten Tage echt nicht viel gespielt. Ich bin auch hier fast am Decayen, war ja auf dem Japan-Tag und sowas. Aber ich gehe jetzt ein bisschen mehr, mit etwas mehr Confident in meine Games rein. Ich möchte auch gerne einmal den Start hier mit den Runen machen. Ich habe auf dem Account, auf TR Silphi, und auch auf einem Account, den ihr nicht kennt, der ist, glaube ich, gerade Diamond 5, Diamond 4, irgendwie in dem Bereich, ein bisschen rumexperimentiert, Fleet Footwork auf Top und Jungle, um mir einfach ein bisschen Erfahrung reinzuholen. Weil im Normalfall, ne, wenn wir uns Topman angucken, nehme ich im Normalfall eigentlich mal Grass mit. Das sieht dann vielleicht in etwa so aus. Der Rest kommt halt immer drauf an. Ich mag aber die Kombination hier oder die hier, ist halt immer ein bisschen situationsabhängig. Und im Jungle seht ihr mich eigentlich nur den Scheiß hier benutzen. So. Wobei ich auch mittlerweile darüber nachgedacht habe, ob ich die Gathering Storm rausnehme für Ultimate Head. Jetzt sieht das aber so aus, dass wenn ich Toplane spiele, ist es nämlich entweder den Weg hier. Wobei ich jemanden hier auch Legend Bloodline mitnehmen kann. Kommt halt immer darauf an, ob ich in einem schwierigen Matchup bin, wo ich die Sustain brauche oder nicht. Und dann halt immer mit Kombination mit zwei Sachen aus dem Tankbaum. So, entweder mache ich das so, ne, wenn ich hier ein Matchup habe, was nicht allzu schwer ist. Wenn es dann doch schwer sein sollte, nehme ich entweder das Second Wind mit oder das Chrysalis. Aber im Normalfall solltet ihr immer Bone Plating und Revitalize mitnehmen. Wegen der Gesamtsynergie halt in diesem Kit. Gerade halt auch mit dem Revitalize. Fleet Footwork heilt uns, Triumph heilt uns, Legend Bloodline heilt uns, unsere W heilt uns. Das heißt, wir können hier sehr viel extra rausbekommen. Aber sonst würde ich die anderen Bäume nicht mit reinnehmen. Das heißt, für Top-Lane haben wir entweder diese Seite hier, also ne, die hier, mit den beiden Sachen, oder wir gehen die normale Grasp-Variante. Leute, ich werde euch die Runen auch nochmal richtig in die Beschreibung reinschreiben. Nicht vergessen, wenn ich euch die Runen in die Beschreibung reinschreibe, achtet darauf, dass es natürlich vieles auch immer von Matchups abhängig ist, was sehr viel ändern kann. Bevor ihr fragt, was der Unterschied zwischen denen hier ist, Celerity ist mehr consistent, gibt mir nochmal etwas mehr Early-Game-Power, ermöglicht es mir auch ein bisschen besser zu springen, weil, was soll ich dazu sagen, weil ich halt mehr Movement-Speed habe, schneller laufe, weil ich dann den Delay besser ausnutzen kann. Transcendence gibt uns einen sehr schönen Mid-Game-Power-Spike, weil wir mit der extra 10% CDR eigentlich sehr viel auch anfangen können. Ne? Und da müsst ihr euch dann einfach entscheiden. Aber dann, die Frage ist halt, Silvi, warum sollt ihr Fleet Footwork überhaupt mitnehmen? Beziehungsweise, wann nehme ich Fleet Footwork mit und wann nehme ich Grass mit? Das habt ja viele von euch auch mal sehr verwundert. Und die Entscheidung hier ist ganz einfach. Grasp lohnt sich in Matchups, wo ihr der Meinung seid, das kann ich gewinnen. Ja, weil Grasp gibt uns nochmal extra Damage. Ganz einfach. Gerade auch durch den Baum. Ich meine, wir kriegen hier durch diese Kombination Attack Speed mit Leben drauf. Währenddessen wir durch die Grasp-Kombination Leben mit AD bekommen. Und Grasp hat zusätzlich nochmal Schaden, Fleet hat halt nicht wirklich Schaden. Von daher ist Grasp diese offensive Variante. Wenn wir aber ein recht leichtes Matchup haben, oder wenn wir ein Matchup haben, was wir gar nicht gewinnen können, dann nehmen wir lieber das Fleet Footwork mit. Aus dem Grund, die Fleet Footwork Variante ist sehr safe. Grasp kann ich nur auf den Gegner procken, um mich damit hochzuheilen. Nicht vergessen, in Grasp ist nicht nur Schaden drin, sondern auch die Heilung. Das Fleet Footwork kann ich ständig procken. Ich kann es auf Champions procken, ich kann es auf Minions procken, ich kann es auf Monster procken, auf allem. Zudem ist hier auch viel mehr Sustain mit drin. Weil das Fleet heilt mich, das Bloodline heilt mich, das Revitalize erhöht nochmal die Heilung, die ich aus diesen beiden Sachen mit rausbekomme, zusammen mit einem Doran Shield und dem Wegespamme, ist das Ganze ziemlich nice. Also Kurzfassung, möchte ich sehr offensiv spielen, nehme ich Grass mit. Möchte ich nicht offensiv spielen, nehme ich lieber eher das Fleet Footwork mit. Das Ganze geht natürlich auch, oh, Alter, meine Blase tut voll weh, Leute, ich habe durch den Japan-Tag so viele Blasen kassiert, das ist echt nicht mehr lustig. Das Ganze geht natürlich auch für den Jungle, ja, und zwar spiele ich Jungle mittlerweile auch mit Fleet Footwork. Wobei nicht immer, ich muss noch ein bisschen Erfahrung reinbekommen, aber das ist super weird. Ich habe mich immer gewundert, warum nehmen die Spasten, also warte mal, hier nochmal meine normale Seite.
So eine völlig normale Assassin-One-Shot-Seite. Ja, Dark Harvest, das was unglaublich gut scaled. Gathering Storm, was unglaublich gut scaled. Und wenn man da mal ahead ist, dann ist man aber richtig ahead und kann links und rechts die Leute komplett one-shotten. Das Problem aber ist, der Jungle, zumindest so wie er jetzt gerade ist, ganz wichtig, Leute, es kann sich im Jungle noch viel verändern. Der Jungle, so wie er jetzt gerade ist, ist voll aufs Early Game ausgelegt. Scalende Champions haben hier keinen großartigen Vorteil, weil die Krabben wichtig sind, weil es wichtiger ist, Sachen zu contesten, weil es wichtiger ist, zu farmen und auch, dass die Machete keinen Attack Speed mehr hat. Ja? Deswegen lohnt sich dieser Baum hier eigentlich sogar mehr, als man denkt, auch in dieser Kombination. Erstens, Fleet Footwork heilt weniger, wenn wir einen Minion angreifen, nicht wenn ich ein Monster angreife. Das heißt, ich kriege da die volle Heilung. Es hat auch eine relativ gute Bonus-AD-Ratio, davon hat Rengar auch ziemlich viel. Ich glaube, in meinem ersten Clear im Jungle heile ich mich um extra 100, was sehr viel ist im Early Game. Dazu kommt halt ebenfalls nochmal die Movement Speed, die hier ebenfalls ganz nett ist, ja, zusätzlich zu der Heilung nochmal. Hier haben wir nochmal etwas mehr Attack Speed dabei, Legend Alacrity zusammen mit der Attack Speed, die wir so durch den Baum haben. Zack, ich glaube, wir starten mit 12% extra Attack Speed. Und nicht vergessen, die neue Machete gibt uns viel mehr extra Damage als davor. Ich glaube, das ist von 20 auf 35 hochgegangen. Oder von 20 auf 30. Auch nochmal das Celerity mit dem Waterwalking, dass wir viel mehr Power über die Krabbe haben. Und auch generell, Fleet Footwork gibt uns Movement Speed. Die Movement Speed wird in Damage umgewandelt und so weiter und so fort. Das macht sehr viel aus. Das macht im Early Game wirklich sehr viel aus. Ich habe mich natürlich halt immer gefragt, wird der Damage dann überhaupt ausreichen? Der Damage reicht eigentlich aus. Es gibt uns auch neue Möglichkeiten, was, wenn es um Builds geht. Aber die wichtigste Sache ist hier wirklich die Menge an Movement Speed, die man hier in diesem Build drin hat. Weil Movement Speed ist der stärkste Stat in LoL, den es gibt. Weil wenn wir schnell sind, können wir schneller weglaufen, wir können besser Skillshots dodgen und wir können den Gegner chasen. Ähnlich auch wie Lee Sin. Ein guter Lee Sin kann sich ja aussuchen, wann er fightet. Er ist mobil genug, um zu sagen, ich fighte oder ich fighte nicht. Okay, er hat auch noch seinen Kick, haben wir jetzt nicht unbedingt mit Rengar. Aber Movement Speed ist schon eine ganz feine Sache. Und diese Kombination hier gibt uns mehr Clear Speed und auch generell mehr Early Game Power als das Setup, was ich sonst immer hatte. Also halt den hier mit Dingens. Mit Dark Harvest und den beiden Sachen. Weil das Dark Harvest ist am Anfang schwer zu benutzen. Ist einfach so. Das Eyeball Collection ist am Anfang noch gar nicht geprockt. Da kriege ich nichts raus, weil ich muss halt auch das hochfarmen. Und das Gathering Storm ist jetzt aber 10 Minuten da. Das heißt, von 6 Runen habe ich 3, die nicht mehr aktiv sind. Wenn ich aber dann das Setup wie hier hin ändere, ist direkt jede Rune aktiv. Wir könnten natürlich über das Waterwalking etwas diskutieren, weil ich musste dafür im River sein. Aber ich habe 5 Runen von 6, die jederzeit da sind. Was schon mal um einige stärker ist. Ich muss aber sagen, ich bin nicht unbedingt ein super großer Fan von Waterwalking. Also das ist so ein bisschen Präferenzsache. Ich denke manchmal darüber nach, ob ich nicht ein Gathering Storm mitnehme, damit ich auch wirklich nochmal etwas habe, was ins Game reinscaled. Aber Waterwalking ist ganz okay. Ist halt so eine Playstyle-Sache. Möchte ich die Krabben contesten? Oder auch, sage ich, einfach nur komplett, ich scheiß drauf. Okay, jetzt kommen wir zu den Items. Dort hat sich ebenfalls nicht direkt was verändert, aber es gibt halt ziemlich viele Fragen von euch. Machen wir das hier weg. Gehen wir hier auf die Items und Custom Set. Okay, ich habe jetzt hier 4 Sets fertig gemacht. Einmal für Top Lane, einmal für Jungle. Jungle, der klassische Start mit Machete und der Refillable Potion. Dazu muss ich kurzzeitig was sagen. Wir holen uns auch das Tiamat als erstens. Einfach nur wirklich, damit wir viel farmen können. Es ist gerade auch mit der Attack Speed im Precision Baum, die wir haben, ist das wirklich um einiges angenehmer, weil wir damit auch das Tiamat öfters sprocken können. Und wir sind auch nicht ganz so seelenabhängig, aber generell gibt es uns das einen sehr guten Tierspeed. Und dann holen wir uns den Warhammer zuerst, wenn wir Richtung das Bild gehen wollen. Rengars Ulti ist ein Gank-Tool und der Warhammer gibt uns die Cooldown Reduction. Ich habe davor mir immer den Serrated Dirk geholt. Der Grund dafür war, dass ich dann meinen Burst Damage, den ich hatte, nochmal weiter verstärken konnte. Ist hier nicht der Fall. Als Fleet Rengar habe ich das Gefühl, ich möchte lieber off-ganken, als tödlich zu ganken. Ja, tödlich zu ganken, wenn ihr wisst, was ich meine. Deswegen, immer wenn wir uns eins von solchen Items holen, wo der Warhammer mit drin ist, immer den Warhammer zuerst holen. Aber halt auch generell zuerst das Dustblade. Viele fragen aber, Silvi, warum überhaupt das Dustblade? Warum nicht das Warrior? Da hast du auch 10% Cooldown Reduction drauf. Das stimmt, aber das Dustblade gibt uns erstens Vision Control, weil wir dadurch Vision kaputt machen können. Beziehungsweise wir sehen auch, ob der Gegner uns sieht. Die Lethality für nochmal extra mehr Damage und der extra Damage selbst, der ein sehr starker Power Spike ist. Deswegen seht ihr bei fast jedem Assassin Jungler, dass die sich das Dustblade immer vor dem Warrior kaufen. Das hier sind unsere Core-Items. Danach ist alles sehr situationsabhängig. Ihr werdet sehen, bei dem Tank-Ranger ist da, also bei dem Top-Ranger ist da nicht so viel da.
Aber ich möchte das mal einfach mit euch durchgehen. Theoretisch kann man sagen, dass von diesen Items drei weitere auch mehr oder weniger Core sind. Aber von der Reihenfolge her sind diese hier immer da. Deswegen habe ich zum Beispiel Ghostblade, was ihr bei mir eigentlich immer seht, nicht als Core reingepackt, weil es ist so gesehen nicht Core. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Okay, der Fleetranger gibt uns einen riesigen Vorteil, und zwar können wir uns auch jederzeit dafür entscheiden, in eine tankige Richtung zu gehen, weil der Baum gibt uns dort mehr Sachen. Er zwingt uns nicht, auf Full Damage zu gehen. Deswegen seht ihr hier auch einige komische Items, so wie hier 5 Tank-Items. Ja, je nachdem, mal, wenn wir auch von Hard-Tank ausgehen, dann nur 3 Items. Aber ich möchte mit euch die Items durchgehen und auch warum wir sie drin haben. Den Black Cleaver haben wir einfach nur da. Es ist halt nur ein normales Bruiser-Item. Und als Fleetranger müssen wir nicht one-shotten. Ihr könnt natürlich auch direkt sagen, hier kommen, ich hole jetzt 3 Lethality-Items und danach den Black Cleaver, weil da ist Total Armor Pen drauf, die mit Lethality auch sehr gut synergiert. 20% Cooldown Reduction, die wir eigentlich gebrauchen können, wenn wir uns nicht das Warrior kaufen sollten, weil das Blade 10%, Ghostblade 10%, 20% und nochmal durch den Cleaver und wir sind dann halt auf unsere 40%. Und das Leben, falls wir, wie gesagt, in eine etwas tankige Richtung gehen wollen. Wir kriegen auch den Cleaver auch relativ leicht gestackt, einfach nur aus dem Grund, dass wir etwas mehr Attack Speed haben als sonst. Von daher ein relativ gutes Item. Wenn ich es mir kaufe, ist es entweder direkt nach dem Dustblade oder nach meinen Lethality-Items. Müsst euch dann einfach entscheiden, will ich etwas tankiger sein oder reicht mein Damage vielleicht sogar schon aus, um die Gegner zu one-shotten mit dem Dustblade, weil wir eben so erhält sind, dann würde ich den Cleaver sehr empfehlen. 20% Cooldown Reduction für 3000 Gold ist wirklich verdammt nice. Das heißt, wenn ihr erhärt seid, ihr habt euer Tiamat, euer Draktar, eure irgendwelche Schuhe, die ihr habt, und über Schuhe möchte ich nicht großartig reden, das ist halt immer situationsabhängig, dann direkt den Black Cleaver kaufen. Er macht euch tankiger, das heißt, ihr gebt weniger oder langsamer Shutdown-Gold ab, ich denke, das ist so richtig ausgedrückt, zusätzlich nochmal zur Cooldown Reduction, ist halt super nice. Das Warrior kaufe ich mir nur dann, also so ein Red Smite sich zu kaufen, lohnt sich gegen einige Champions sehr, Trundle, Xin, Elise, Kha'Zix hat sehr burstlastige Jungler oder generell, wenn die Gegner sehr burstlastig sind. Vielleicht haben sie auch nochmal Zed in der Midlane, wo die Damage Reduction sehr nice ist. Aber generell kaufe ich mir das ausgebaute Warrior nur dann, wenn ich wirklich einen schnellen, billigen Power Spike brauche. Das Item an sich ist stark, beziehungsweise ist es strong für den Preis, den es hat. Aber manchmal gebe ich lieber ein bisschen mehr Gold aus und habe dann gerne mein Dustblade. Oder ich gebe dann lieber ein bisschen mehr Gold aus und hole mir dann den Black Cleaver. Wenn ich aber nicht das Gold zur Verfügung habe, dann hole ich mir wirklich den Warrior. Ghostblade ist für mich so ein Item wie, es gibt nichts Besseres, ich kaufe mir Ghostblade. Ja, das ist ein bisschen komisch, weil ihr seht bei mir ganz oft, ich packe gerne das Edge of Night vor das Ghostblade hin. Edge of Night kostet mich da 200 Gold mehr, hat auch keine Cooldown Reduction, aber dass ich ein Spell abwehren kann, ist sehr wichtig. Ihr kennt das, ihr springt auf einen Gegner drauf. Lulu Ulti, Jenna Q, Jenna Tornado, Lulu Polymorph, ich hasse Lulu, Rakan Ulti, Rakan W, es gibt Lee Sin Kick, es gibt sehr viele Spells mittlerweile, die einen Ranger abwehren können. Von daher hole ich ja meistens Edge of Night als zweitens. Solltet ihr aber das Edge of Night nicht wirklich brauchen und ihr sagt, oh komm, ich scheiß auf die Tankiness, ich bin doch nicht so arm, dass ich sage, ich brauche einen Warrior, dann hole ich mir das Ghostblade. Aber ihr seht meistens halt echt von mir ein Edge of Night mittlerweile, weil es gibt sehr wenig Gegner, kommst, die 0 CC haben. Es ist ein gutes Item. Ich würde es aber von der Priorität her nicht so weit nach oben hinsetzen. Edge of Night habe ich auch schon bereits eben erklärt. GA ist eigentlich ist als Item besser geworden, wenn ihr die Kombination geht von Dustblade into Cleaver into GA. Macht euch sehr tanky, es gibt euch sehr viel Schaden. Und ihr könnt wirklich wie ein dummes Tier reingehen. Natürlich auch als letztes Item vielleicht, wenn ihr denkt, ich möchte lieber sicher gehen, ich möchte den Gegner so lange wie möglich abwehren, ist ein GA eine ganz feine Sache. 2400 Gold für AD-Armor und nochmal den Revive-Effekt ist ein gutes Item. Kommen wir zu den komischen Sachen. Und zwar das Hourglass mit Banshee. Ich muss sagen, ich habe Banshee Hourglass noch nicht mit Fleet Footwork gespielt. Noch gar nicht. Ich möchte euch aber diese Items trotzdem eben einmal erklären. Rengar kann diese Stats hier alle verwerten. Ich kann AP verwerten durch meine W oder auch durch Fleet Footwork und Dark Harvest, wenn ich es mitnehme, da ist ebenfalls ein bisschen Scaling drauf. Ich kann die Resistenzen verwerten und Cooldown Reduction. Hier genau dasselbe, ich kann AP, Armor und Cooldown Reduction verwerten. Das sind für mich eigentlich okay Stats. Das Wichtige aber hier sind die passive bzw. die On-Use-Effekte. Mit Banshee habe ich ein Double Spell Shield mit meinem Edge of Night zusammen. Und ich schwöre es euch, Jenna-Spieler tilten. Die versuchen Q zu machen, weil sie denken, okay, komm, er hat einen Edge of Night und danach direkt Ulti, um mich wegzubekommen. Nein, das geht nicht. Rakan-Spieler machen Ulti W. Geht beides einfach nicht. Die müssten noch einen dritten Spell benutzen. Nur damit ein Spell überhaupt erst durchkommt. Und das tiltet Gegner sehr hart. Deswegen, wenn ich gegen Gegner spiele, die wirklich sehr viel Peel haben, wirklich sehr, sehr viel Peel, warte mal, ich gucke nochmal hier nach.
eben in meine Match-History. Ich habe echt lange nicht mehr wirklich gespielt. Vielleicht habe ich noch irgendwie was drin, wo ich mir die mal gekauft habe. Ich habe echt nicht viel Ränger gespielt. Lul. Vielleicht auf TR-Silfi? Lass ich mal eben kurz nachgucken. Einer meinte immer, einer meiner Viewer, ey, ich sehe in deiner Matches wie ein Game, wo du dir Dingens geholt hast. Banshee, lass mich raten, die Gegner hatten Jenna. Ich so, hä? Ja, keine Ahnung. Oh, hier habe ich aber echt viel verloren. Echt? Habe ich hier gar kein Game drin? Nein, ich habe gar kein Game drin. Okay, das ist schade. Ihr könnt auf jeden Fall, wenn ihr auf Dingens nachschauen solltet, auf OPGG wahrscheinlich Games finden, wo ich es mir geholt habe. Aber ja, in der Banshee gibt einfach dieses zweite Spellshield. Das Hourglass ist zumindest auf Bruiser-Rengar sehr nice. Aus dem Grund, wenn ich im Bruiser-Rengar spiele, arbeite ich so oder so viel mit meinen Ws. Ja, das heißt, die AP kann ich hier super verwerten, weil ich eine Doppel-W mache. Resistenzen und Cooldown Reduction so oder so als Bruiser sind immer ganz nice. Aber ich habe jetzt die Möglichkeit, den Gegner so lange es geht abzuwehren. Ihr springt in die gegnerische Backline rein, ihr initiiert den Teamfight, könnt dann zweimal eure W machen, haltet euch sehr viel Schaden wieder hoch, macht dann das Hourglass an, in der Zeit kommen eure Cooldowns wieder und als Bruiser-Ringer habt ihr immer locker eure 40% Cooldown Reduction zusammen und könnt danach nochmal weiter tanken. Ihr könnt das gegnerische Team alleine so um die 5 bis 10 Sekunden in Schach halten. Was sehr stark ist. Was sehr stark ist. Generell auch habe ich hier auch nochmal 3 Tank-Items mit drin. Eben, solltet ihr in diese Bruiser-Richtung gehen, mit einem Warrior into Dustblade, into Black Cleaver. Und danach sagt ihr, komm, mein Team braucht einen Tank oder sowas, ich brauche nicht mehr Schaden. Zack, haben wir hier nochmal diese 3 Items. Ne? Ich denke mal, ich muss hier nicht viel zu sagen. Visage ist ganz nice. Erhöht die Heilung von W nochmal. Es synergiert auch sehr gut mit den Runen, weil wir Revitalize drin haben, was die Heilung erhöht. Feed Footwork, was es Heilung gibt. Triumph, Legend Bloodline. Moment, das ist hier im Jungle. Also wir haben da halt dann das Triumph plus das Legend Blood plus das Fleet Footwork, was halt ziemlich nice ist in Kombination. Ne, Adaptive Helm, wenn wir consistent Magic Damage abbekommen, den wir nicht unbedingt haben wollen, gegen Cassio, gegen Ryze, halt irgendwie solche Chaps oder Ragebait User und Ranluins völlig normal, wenn die Gegner auch am Kritten sind. Jetzt kommen wir zu Rengar Top Lane. Hier sind die Items ein bisschen weniger als hier oben. Die erste Frage ist immer Trinity versus Black Cleaver. Generell, tendenziell ist Black Cleaver das bessere Item. Es kostet 733 Gold weniger, was sehr viel ist. Und es ist auch ein Item Power Spike. Klar, Trinity Force ist auch ein Power Spike, aber Trinity Force profitiert nochmal sehr stark von dem Sterax. Und Sterax ist im nächsten Patch eh wieder ein bisschen verändert und so weiter und so fort. Aber der Unterschied hier ist ganz einfach. Erstens habe ich viel Gold. Ganz einfach. Wenn ich viel Gold habe, ist der Cleaver. Ist Trinity Force mehr anziehender für mich als den Cleaver, weil Trinity Force gibt mir straight up mehr Damage. Es gibt mir mehr Stats, die in andere Items, es gibt mir so viele Stats, die in andere Items besser reingehen, ne? Weil ich kann Styrax damit gut kombinieren, ich kann Titanic gut damit kombinieren, eben weil ich diese Attack Speed habe. Aber die Frage ist eigentlich eher, ist mein Gegner squishy, ja oder nein? Oder möchte ich Split pushen, ja oder nein? Der Sheen-Effekt von der Trinity geht auch auf Tower drauf, das heißt, wir können Tower sehr schnell kaputt machen. Da ist nochmal Attack Speed drauf, was ebenfalls, ich kann schnell angreifen, ich mache Tower, also dadurch auch schnell kaputt. Und wenn die Gegner squishy sind, brauche ich diese Armor-Pen einfach nicht. Wenn ich aber behind bin, mit wenig Gold arbeiten muss, oder sind die Gegner etwas tankiger, dann lieber den Black Cleaver. Sollte ganz einfach sein, ne? Muss ich dazu nicht allzu viel sagen. Tendenziell werdet ihr aber bemerken, ihr werdet 80% der Games euch den Cleaver kaufen. Einser Schuh zu haben, so oder so, über Schuhe möchte ich auch nicht großartig reden. Und hier nochmal, ein Tiermarkt könnt ihr euch auch gerne als erstes kaufen, vor dem Cleaver, beziehungsweise vor der Trinity. Wenn ihr einfach sagt, okay, ich bin im Tank-Matchup, ich kann meinen Gegner nicht töten, ich möchte lieber Roam gehen, da ist das Tiamat halt schon eine ganz feine Sache. Über das Hourglass muss ich nicht reden. Habe ich ja schon eben gemacht. Sterax nur in Kombination mit der Trinity Force kaufen, synergiert sehr gut miteinander. Ich sehe da nicht viel Sinn drin, wenn ich in Cleaver gehen sollte. Visage hatten wir bereits. Diese ganzen Items, die hatten wir eigentlich auch schon bereits. Muss ich echt nicht großartig drüber reden. Wobei das Dustblade würde euch wahrscheinlich wundern. Dustblade dann als zweites Item kaufen, beziehungsweise als zweieinhalbtes Item, wenn ihr euch den Tiamat nochmal geholt habt. Wenn ihr wirklich dem Gegner so hart auf die Fresse gehen wollt, wenn ihr ihn so hart snowballen wollt, dann holt euch einfach nochmal ein Dustblade extra rein für den extra Damage. Amor, wenn wir sehr viel Magie-Risi haben wollen, aber generell dann doch eher sich die Visage kaufen, weil wir haben jetzt als Top-Lane-Bruiser das Revitalize mit dabei, was nochmal hier einfach sehr gut mit dem Ganzen synergiert. Und über Adaptive Helm habe ich bereits schon geredet. Wir haben jetzt hier noch einmal kurz die Hydras, über die ich reden möchte. Habe ich davor nicht getan. Also ich finde Revenus Hydra eigentlich völlig in Ordnung, sollte ich hier einen sehr damage-lastigen Rengar geben. Das ist hier echt super in Ordnung.
Titanic finde ich, also ich habe Titanic kaufe ich nur dann, wenn ich in Teamfights gehe mittlerweile. Weil ich kann das Leben gebrauchen und wenn ich weiß, okay, die Gegner haben zu viel Peel oder ich bin selbst nicht erhält genug oder sowas, so dass ich einfach nur tanken muss, aber trotzdem Damage haben möchte, ist es wirklich völlig okay als Item. Revenus Hydra erfordert, dass ihr ein bisschen mehr aufpasst auf das, was ihr macht, aber ich finde, man kann hier viel mehr rausholen, wenn man wirklich auch gut damit umgehen kann. Aber ja, Leute, das hier war ein Update-Video zu meinen Ringer Builds und Ruhen und auch, dass ihr jetzt auch etwas Fleet Footwork sehen werdet, womit ich dieser Frage auch schon mal ein bisschen aus dem Weg gehen kann. Falls ihr noch Fragen oder sowas dazu haben solltet, könnt ihr es gerne in die Kommentare reinschreiben. Ich bin dann aber auch erstmal weg. Tschüss, tschüss, hau dir rein und bis zum nächsten Mal.